So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Herzlich willkommen, meine lieben Wassermanngeborenen, meine lieben Königinnen und Könige der Luft. Ihr seid die Dritten im Bunde der Luftzeichen, beziehungsweise ihr seid die Königinnen und Könige der Schwerter im Tarot. Und ja, genau, für euch habe ich diesen wunderbaren, kristallklaren Stein ausgesucht. Und ihr seid ja, von euch sagt man, ihr seid die Visionäre. Jetzt schauen wir mal. Ich habe wieder meine Augen mitgebracht mit dem Thema Hinsehen, denn wir wollen im Bereich der Familie einfach mal genauer hinsehen. Gibt es da irgendwelche Themen, die euch vielleicht belasten oder beeinträchtigen können? Und ich schaue mal in die verdeckten Dynamiken und Schätze im Familiensystem von Anneliese Cheret. Diese wunderbaren Karten hier, so rum, so rum. Genau, und wir schauen mal, gibt es... Oh, interessant. Ich bin gleich schon gefallen. Ich nehme aber nur ein Thema, denn sonst wird das Video wirklich zu lange. Das hier, das schaue ich nachher nochmal an, vielleicht als Klärung noch, unter Umständen. Genau, und jetzt wir schauen mal. Ziehe in Frieden. Ui. Das ist ja interessant. Ziehe in Frieden. Ja, hier geht es darum, meine lieben Wassermanngeborenen, dass es wichtig ist, wenn jemand sich von der Familie entfernt, das heißt, er zieht in eine andere Stadt, in ein anderes Land, dass er dann also von der Familie auch den Segen bekommt, dass er dies darf. Ja? Jetzt schaue ich mal, ziehe in Frieden, was diese, was ich, ah ja, ich habe es schon hier, ziehe in Frieden. Vielleicht ist es die Seele eines Kindes, das noch nicht in Frieden ist oder das nicht auf dieser Erde leben konnte, zum Beispiel aufgrund einer Totgeburt, Fehlgeburt oder einer Abtreibung, die sich mit dieser Karte zeigt. Oh, das kann natürlich auch sein, ja, dass es damit verbunden ist mit einem Verlust, dass man innerlich sagen muss, ich lass dich los, ich muss dich loslassen, ziehe in Frieden, meine geliebte Seele. Das ist natürlich bitter. Vielleicht bist du auch noch nicht in Frieden mit diesem Thema, meine lieben Wassermanngeborenen. Vielleicht habt ihr da ein Thema, dass ihr ein Kind loslassen musstet. Auf unschöne Art und Weise. Wenn du damit konfrontiert bist, ist dieser Schmerz in der Regel bereits in deinem Familiensystem gespeichert. Ja, stellt euch vor, man verliert ein Kind. Das ist ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Und ich kann euch eins sagen, ich behandle auch Frauen, die keine Kinder haben, die auch abgetrieben haben. Und ich kann nur davon abraten, denn jetzt in einem Alter, wo sie gar keine Kinder mehr kriegen können, da berichten sie mir von der Leere, der entsetzlichen Leere, ja, in ihren Herzen und in der Seele. Und dieser Schmerz, es ist ein riesiger Schmerz in einem. Natürlich, natürlich überträgt er sich auch auf die anderen Familienmitglieder. Das ist ja völlig normal. Es kann sich also auch um eine Kinderseele einer früheren Generation handeln, die noch nicht gesehen wurde.
Interessant. Eine Kinderseele, die noch nicht gesehen wurde, weil irgendetwas vom Familiensystem unter den Teppich gekehrt wurde oder wird, was natürlich, ja, das ist natürlich eine Art der Verdrängung, weil ihr wisst ja, wenn es zu schmerzvoll wird, dann muss die Seele auf das Verdrängen zurückgreifen, ja, sonst ist es nicht aushaltbar für uns Menschen, ja. Wenn du diese Karte gezogen hast, vergib dir, falls du Schuldgefühle hast und lasse die Seele, also die Kinderseele, wenn es darum geht, lasse sie los. Die Seele dieses Kindes darf jetzt in Liebe gehen. Sage ihr, ich entlasse dich in Liebe, ins Licht. Du darfst nun in Frieden gehen. Alles ist gut so, wie es war und ist. Also das ist natürlich eine sehr, sehr bittere Angelegenheit hier, ein sehr, sehr bitteres Thema. Aber ihr glaubt nicht, wie so ein Thema weiterwirken kann in den nachfolgenden Generationen. Das kann hinführen bis zu Depressionen, die ein Familienmitglied bekommt und einfach nicht weiß, wo das auch herkommt mit der Depression. Ja? Und jetzt wisst ihr es, wo es eventuell herkommen kann, wenn ihr euch niedergeschlagen fühlt, wenn ihr kraftlos seid, wenn ihr euch schon gleich in einer manifesten Depression wiederfindet, wäre das kein Wunder. Ja? Also hier ist wahrscheinlich der Weg der Heilung. Wir schauen mal. Ich schaue mal auf die Karten der Heilung. Karten der Heilung. Was dürfen wir da noch? Ja, die hier. Was dürfen wir da noch wissen? Erbschaft annehmen. Erbschaft annehmen. Tja, das ist jetzt die Frage, dass man, wenn es um ein Kind also von früheren Generationen geht, um eine Kinderseele, dass es quasi heißt, man soll es so annehmen, wie es eben gelaufen ist, ja. Man soll das so, man muss es ja so annehmen. Und man soll aber dann auch diesen Schmerz darüber wieder loslassen, ja. Ja, ganz wichtig. Ich schaue jetzt auch nochmal hier, was war denn das hier für eine Karte? Projektion. Nee, also ich glaube, das war schon die Karte, ja. Hier ist Projektion. Ja, die lasse ich jetzt mal beiseite. Und wir schauen noch zu den Töchtern des Lichts, meine lieben Wassermanngeborenen. Aus den Rückkehr der Marien, Töchter des Lichts. Welche Tochter des Lichts kann dir hier behilflich sein? Meine liebe Wassermanngeborene, mein lieber Wassermanngeborener. Du bist geborgen, geliebt und gehalten im Licht. Und wir schauen mal. Ah ja, danke schön. Ah, ja, schau mal hier. Hier für dich schon betende Hände. Paraklesis, Trost und Fürbitte. Sende dein Licht zum Wohle aller. Ave Maria, Paraklesis, ich stehe heute hier vor dir, um Fürbitte zu halten. Ich bitte dich um deine Unterstützung und Hilfe für diese Seele hier, der sich gerade in einer schwierigen Situation befindet, oder natürlich für dich, meine lieben Wassermanngeborenen, zeige ihr ihm den rechten Weg, damit Heilung geschehen kann. Also ja,
Amen in Liebe. Also die Liebe Paraklesis soll eben für euch beide beten und bitten, wenn dieses Thema auf dich zutrifft. Ja? Meine lieben Wassermann-Geborenen, ist es ein echt, echt schweres Thema. Und ihr seht aber, diese Tochter des Lichts steht euch zur Seite. Ihr könnt auch einen Screenshot machen davon, dass ihr es euch fotografiert hier und vielleicht euch ausdruckt und immer wieder mal auch drauf schaut, ja. Ja, also, ja, meine Lieben, das war jetzt kein so leichtes Reading. Also das ist natürlich so, so schwer, wenn es um das Thema Verlust geht, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Und ja, das, da fehlen einem einfach auch oft die Worte dann dazu, gell? Ja. Ja, jetzt hoffe ich, vielleicht mögt ihr in den Kommentaren was dazu schreiben, ob ihr euch da irgendwie angesprochen fühlt. Würde mich freuen und ich freue mich natürlich über ein Like, über ein Abo, über eure Kommentare. Und ja, ich freue mich aufs nächste Reading für euch, meine lieben Wassermann-Geborenen. Wünsche euch alles, alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.